Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 und zwar zu der ersten Folge auf der dritten CD. Wir sind schon ziemlich weit gekommen in der Story jetzt, allerdings fängt der richtige Hauptteil gerade erstmal an. Also, na gut, okay, der Kampf beim Ifos-Baum war schon ziemlich sehr, sehr, sehr Hauptstory-mäßig, aber es kommt noch einiges auf uns zu, also. Wir haben noch sehr viel vor, also wir sind auch von den Videos her, glaube ich, ungefähr erst bei der Hälfte. Ungefähr Hälfte, vielleicht etwas mehr. Es kommt ja davon, wie schnell ich dann bei den Seitenquests vorankomme und wie viel ich herzeige. Vor allem jetzt wird es ziemlich lange dauern, weil wir haben jetzt auf CD3 am Anfang sehr, sehr, sehr viel Story. Also speziell gegen Anfang ist fast, glaube ich, eine Stunde oder fast eine Stunde jetzt, wo wir quasi nur die Story vorantreiben und wo wir sehen, was mit Lili passiert, was mit Zidane passiert, was mit Steiner und Beatrix passiert und was mit Bark passiert und mit allen anderen von Tantalus. Aber dazu kommen wir noch. Wer sich nicht erinnern kann an die letzte Folge, der sollte vielleicht mal sein Gedächtnis prüfen lassen, es war erst gestern. Am Ende von CD2 hat Brane den Ifas-Baum angegriffen, also den Baum, der auf dem anderen Kontinent und so. Warum sie das genau gemacht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ihr Kuja irgendwie in die Quere gekommen, hat ihr Bahamut weggenommen und sie dann mit Bahamut quasi selbst besiegt. Also, ja, wie auch immer. Sie ist auf jeden Fall, hat sie das Ganze nicht überstanden und dadurch ist Lili jetzt, sie ist noch nicht ganz Königin, ich glaube, sie wird das gekrönt. Aber sie ist zumindest auf dem Weg dorthin. Und das Problem ist, also wir wissen nicht, wo Kuja abgeblieben ist. Und wir haben irgendwie nicht so wirklich einen Plan, was sie machen sollen jetzt. Deswegen berät auch hier Tantalus, dass es weitergehen soll. Bis auf Ruby, die natürlich alle dafür irgendwie einspannt, bei ihrem tollen Straßentheater mitzumachen. Der Einzige, der sich davon nicht beeindrucken lässt, ist Zidane, der hier einfach in der Bar rumschmollt, weil er nicht zu Lili darf. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder in Alexandrien und hier wurde einiges umgebaut, nachdem ja wir das letzte Mal, wie wir in Alexandrien waren, einiges der Stadt zerstört haben mit unserer Flucht. Das ist. Wann ist hätte es nicht mehr in Alexandrien, glaube ich. Zumindest nicht in der Stadt, oder? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube nicht, auf jeden Fall sehen wir uns die ganzen neuen Gebäude auf jeden Fall jetzt noch an. Zu finden gibt es nicht allzu viel, aber trotzdem. Es schadet sicher nicht, wenn wir uns das Ganze ansehen. Oh, Beatrix und so, natürlich. Ja, Tantalus und Fire Blank hier, erzählt, was passiert ist, nachdem wir mit Zidane und Lili quasi aus Alexandrien aus der Gefangenschaft abgehaut sind. Wir haben ja quasi Lili befreit auf der zweiten CD, mit der zweiten CD. Und wir haben jetzt Vivi unter Kontrolle und können uns etwas die Stadt anschauen und schauen uns gleich die erste ATE an. Und zwar geht es hier um Echo, die sich etwas im Schloss rumtummelt. Warum genau sie im Schloss rumgehen darf, weiß ich nicht, aber ich meine, ja, sie ist quasi entfernt mit Lili verwandt, aber. Ah, kochen, Schnüffel, Schnüffel. Das riecht aber köstlich. Das sind übrigens die kleinen Köche aus der Schlossküche, die ich, glaube ich, ganz am Anfang mal hergezeigt habe. Ja, offenbar hat Eiko doch Hunger, oder? Naja, ich weiß nicht. Okay. Oh mein Gott, sind die gemein. Tja, das ist schade, ja. Gut, hier können wir gleich was erledigen. Oder erledigen. Zumindest das machen. Hier gibt es wieder ein kleines Minispiel. Und zwar mit Hippo. Das ist der kleine Nilpferdjunge, der irgendwie zu dick ist und dauernd nur Karten spielt und deswegen nie in die Luft kommt.
Und wir können mit ihm jetzt quasi trainieren. Ich zeig's kurz mal her. Es ist nicht wirklich interessant. Wir laufen mit ihm jetzt quasi um die Wette und müssen Viereck und Kreis abwechselnd drücken, also für jedes Bein eins, eine Taste. Und wenn wir schneller als er sind, dann gewinnen wir. Und wenn wir oft genug gewinnen, dann können wir von ihm Karten abstauben, also quasi gewinnen. Aber das dauert ziemlich lang. Also ich glaube, man muss auf Level 20, also man muss ihn auf Level 20 bringen, damit man halbwegs brauchbare Karten bekommt, also welche, die man nicht sowieso bei den Zufallskämpfen auch findet. Und er ist jetzt nach einem Kampf zwar Level 5, allerdings sinkt das rapide, also steigt das nicht mit 5er Schritten, sondern geht sehr schnell auf 1er Schritte und dann auch dauert es mehrere Läufe, bis man ein Level schafft. Deswegen lassen wir das mal. Hey, das ist doch die alte Frau, die irgendwer eine Weste genäht hat. Die ist immer noch nicht fertig. Okay, muss eine ganz schön große Weste sein. So, und hier gibt es eigentlich auch nicht viel zu finden. Die zwei sind, glaube ich, am Anfang auch schon da gestanden. Nikolai und das kleine Mädchen, oder das Mädchen da drüben, glaube ich. Michelle, genau. Und die haben sich eigentlich hier verabredet. Sondern stehen sie dauernd an genau gegenüberliegenden Punkten der Statue und sehen sich irgendwie nicht. Tja, ob sich die jemals finden werden. Und wir können natürlich nicht rausgehen. Die Soldaten versperren uns den Weg, allerdings, obwohl die Gegner hier nicht allzu schwer werden. Also die könnten wir, glaube ich, mit Vivi sogar alleine behandeln. Tja, macht ja nichts. Dann gehen wir wieder zurück in die Stadt. Und, der Typ. Ah, das ist der Touristenführer. Der hat doch die Adeligen von Trainer durch die Stadt geführt, wie wir am Anfang das Theaterstück gesehen haben. Ist das eine Vuvuzela? Hoffentlich nicht. Na gut. Oh, die nächste AT. Lang nicht mehr gesehen. Hey, das sind doch die Helferlein vom Tantalus-Schiff, oder? Okay. Hey, du bist in Leere gegangen? Wo denn? Bei wem denn? Nun sag jetzt schon. Was? So ein großes Geheimnis, oder wie? Offenbar schon, ja. Oh mein Gott, alle sind hier süchtig nach dem Kartenspiel. Wir werden uns mit dem Kartenspiel diese CD auch mal auseinandersetzen müssen. Aber das dauert noch. Und wir werden Gott sei Dank nicht allzu viel spielen müssen. Ja, ich glaube, der hat einen Narren an Lili gefressen, oder? Naja, er soll doch den Kopf nicht so hängen lassen. Irgendwie bekommt er das schon geregelt, oder? Ja, wir machen das schon. Irgendwie bekommen wir sie dann wieder aus der Bar raus und. Aber wie das genau geht, sehen wir dann gleich. Und dann gibt es noch eine zweite AT und zwar Mogrimilien? Heißt der so? Den sollten wir uns merken. Das ist nämlich ein ziemlich wichtiger Mogre. Und zwar, was der genau macht, sehen wir dann, wenn wir mit Vivi fragen. Aber vor allem kann er zwar fliegen, aber nicht allzu gut, offenbar. Mogrimilian, genau so heißt er. Und Stilskin ist auch wieder in Alexandrien. Cool. Ah, Mogrimilian ist also ein Mognet-Zusteller, genauso wie wir quasi. Hey, vier Stück? Zwei Stück? Was? Na, auf jeden Fall ist Mogrimilian einer der Briefträger für das Mognet. Und wofür der genau wichtig ist, sehen wir später dann auf der CD. Zuerst gehen wir hier mal in die Schmiede und da kommt doch gleich was ganz Tolles. Und zwar gibt es eine neue Waffe für Zidane. Wir sehen noch nicht genau, warum die so toll ist. Auf jeden Fall wollen wir sie auf jeden Fall mal herstellen. Und dann wollen wir noch
einen Fußring, Fußkette, genau. Und zwar nicht nur eine, sondern gleich zwei. Wir brauchen eigentlich nur eine, aber die zweite nehmen wir, um noch einen Refleckring herzustellen, damit wir Autorefleck besser lernen können. Und das war es auch schon, was wir herstellen wollten. Also mehr brauchen wir eigentlich nicht. Den Goldschall sollten wir uns aufheben. Den braucht, glaube ich, Maragon, glaube ich, braucht er noch. Keine Ahnung. So, schauen wir mal zu den Typen drüben, was die uns zu erzählen haben. Was ist da jetzt mit der Lehre? Ich will das auch wissen. Hallo. Willst du mir nicht erzählen, wo du deine Lehre angefangen hast? Ah ja. Na okay. Dann eben nicht. So, wo wollen wir noch hingehen? Ah ja, genau. Wir gehen. Was sind das eigentlich für Leute? Zu Branis Zeiten war alles besser. Sicher nicht. Na, ich weiß nicht. Ich habe das schon erledigt, glaube ich. Indem ich für sie gekämpft habe. Oh, das ist der Typ, dessen Katze wir gerettet haben oder gefunden haben, ganz am Anfang vom Spiel. Das ist das Seitentheater, also da geht es auch weiter mit der Story, aber wir wollen zuerst was anderes machen. Und zwar hier vorbei. Ah, ich habe noch was vergessen. Ah, das ist übrigens das kleine Mädchen, für die dicke Frau da mit dem Spinnrad die Weste schneidert. Allerdings ist die Weste immer noch nicht fertig und sie hat auch ihre drei Gilde, die wir ihr abgenommen haben, auch nicht mehr. Das heißt, das ist ein sehr trauriges kleines Mädchen. So, Stillskin ist da. Als erstes gleich mal bei Stillskin kaufen. Phoenix Dawne, High Potion und Elixier. Ganz gut. Und das ist Mogamillion und das ist der Leiter des Mogamillion. Er ist nicht nur einfach ein normaler Briefträger. Und er kann mir auch leider nicht sagen, warum die Briefe nicht ankommen. Wahrscheinlich deswegen, weil er überlastet ist, aber macht er nichts. Wir haben hier einen Brief von Kupo an Kupo. Und schauen wir mal, was der schreibt. Oh, das Leben der Fossilienmine ist recht angenehm. Okay. Wenn er weiter keine Sorgen hat. Und Mogamillion hat ihm einen Brief überbracht. Und ja, okay, lesen wir ihn gemeinsam. Was genau benutzen? Naja. Oh, das dürfte offenbar sowas wie die Schlumpfine sein, des Mogri-Clans. Gut, was ich noch vergessen habe, bevor wir ins Seitentheater gehen. Moment, das kann ich aber später auch aufsammeln. Ah, wir gehen gleich ins Seitentheater rein. Ja? Okay. Ja, kein Ding, also. Machen wir doch glatt, oder? Schauen wir mal, was Ruby so auf die Beine gestellt hat. Sie ist offenbar etwas. Ja, ich bin nicht blank. Sorry. Juxig? Okay. Heißt, sie kennt Vivi nicht? Hat sie ihn nicht schon mal gesehen? Beim Absturz von der Prima Vista irgendwann schon, oder? Hm, hallo Onkel Sinna. Wie geht's deinem Hammer? Ja, aber man kann auch als Junggeselle Onkel sein, oder? Ja klar, anschauen. Okay, setzen wir uns mal hin und schauen, was das so bringt, oder was das Theaterstück so kann, also. Ah, okay. Vivi war wohl nur ein Ablenkungsmanöver. Scheiße, hat doch nicht funktioniert. Okay, und nachdem wir jetzt quasi die Story von Vivi in Alexandrien zumindest zum Teil abgeschlossen haben, geht es jetzt mit Lily weiter, die ja quasi vor der Krönung steht. Und sie würde sich eigentlich noch gern mit Zidane treffen und mit ihm sprechen.
warum das so ein großes Problem ist und ob sie das schafft. Das alles sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 9. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.